Bienen überall, Imkern ein neuer Trend in der Großstadt. Imkern zur Rettung der Bienen. Noch eher zögerlich das Ehepaar Tetzenufer aus Berlin-Wilmersdorf. Seit 3 Wochen haben sie im Garten eine Bienenkiste stehen, selbst gezimmert nach Anleitung aus dem Internet. Die Leidenschaft für ihre neuen Mitbewohner wächst täglich, die vielleicht wichtigste Grundvoraussetzung. Eine weitere, die Bepflanzung im Garten muss bienengerecht sein. Bisher haben wir ihn so belassen, weil ich denke, da blüht gerade Thymian und sowas, das mögen die sehr gerne. Und dort ist eine große Kastanie, eine alte, dann sind Linden hier in der Straße. Und die Bienen fliegen von dieser Bienenkiste ja bis zu 3 Kilometer weit. Und es sind viele Kleingärten, es ist der S-Bahn-Damm mit Wildpflanzen. Ich denke, dass sie hier genügend Tracht haben. Ihr Know-how bezieht Frauke Tetzenufer auch übers Internet. Hier hat sie nach ihrem Schwarm gesucht und hier hat sie den Imkerkurs gefunden, den sie seit Januar belegt. 6-mal treffen sich angehende Imker in den Prinzessinnengärten in Kreuzberg. Unter fachkundiger Leitung erfahren sie in Theorie und Praxis, wo eine Bienenkiste aufgestellt sein sollte, möglichst im Halbschatten Richtung Südosten und windgeschützt, mit freier Flugbahn, wie oft man sie öffnen darf, möglichst selten und mit ganz viel Gefühl und dass man sich einen sogenannten Imkerpaten suchen sollte, jemand mit Erfahrung und Tipps. Bei einem zeitlichen Aufwand von rund 15 Stunden im Jahr scheint das Imkern in den Alltag vieler integrierbar. Ich möchte einfach Bienen haben in meinem Garten. Ich habe einen ganz großen Garten und habe festgestellt, dass immer weniger Bienen werden. Und deshalb möchte ich hauptsächlich Bienen haben und nicht den Honig. Ich verwerte zum Beispiel jeden Kompost bei mir im eigenen Garten, bemühe mich auch um Blumen und Blüten, die schmetterling- und bienenfreundlich sind. Und das passt einfach zusammen zu meiner inneren Einstellung. Und dann das, wovor jedem Anfänger graut. Ein Bienenvolk, dem es zu eng in der Kiste war, um Eier zu legen, hat sich selbstständig gemacht und sitzt nun hoch oben in der Robinie. Können jetzt jeden Augenblick abhauen. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann jetzt nur möglichst schnell machen, meine Leiter hinstellen, meine Teleskopstangen ausfahren, alles vorbereiten und dann versuchen, sie wieder einzusammeln. Eine Arbeit für den Vollprofi. Heinz Risse gelingt es mit wenigen Handgriffen. Die Bienen wandern zurück in die Kiste. Am Ende des Tages haben die angehenden Imker hier unter anderem auch das begriffen, Bienen sind und bleiben wilde Tiere, denen man gewachsen sein muss.